So, wir ziehen uns jetzt ganz kurz das Video von Tomori rein, das wollte ich unbedingt gucken. Eigenen Song produzieren und anschließend versuchen, ihn auf Spotify hochzuladen. Mhm. Dieses Video wird unterstützt von Blinkist. Cool. Du willst eine Kick haben und dann hast du ganz viele verschiedene Kicks direkt schon ein bisschen satt. Übrigens, Marius, absoluter Ehrenbruder und auch hier mit einem ganz, ganz guten Soundpack. Kashmir hat sehr, sehr gute Samples. Unglaublich guter Produzent und auch sehr, 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 sehr geile Sample-Pakete tatsächlich. Also Kashmir, wenn jemand produziert, absolute Ehre. Artiger klingen. Genau das kommt in Berlin in dem Club einfach. Nein, kommt's nicht. Das ist keine Techno-Kick. Und jetzt brauchen wir noch eine Snare. Das ist so die Basics von dem Beat. Jetzt können wir die Snare reinziehen. Das wäre jetzt einfach geil. So ein ganz normaler... Das ist voll geil, wie der immer gleichzeitig kommt. Ganz normaler House-Beat. Es kommt voll geil, wie der gleichzeitig kommt. Thomas, das ist bei einem Beat oft so. Jetzt fängt nämlich das... Eigentlich funktioniert ein Drumbeat genauso. Spaß an. Kannst du hier einfach die Lautstärke regeln. Und vor allem kannst du hier drauf... Oh, direkt schon ins Mixing und Compressing rein. Drücken, dann hast du hier Gott, Alter. Ganz viele Effekte. Und wenn du jetzt das hast, klingst du direkt schon mehr drin. So, das haben wir einen coolen Beat. Jetzt kommt aber das Interessante. Instrumente. Ach so, jetzt geht das richtig los. Jetzt geht das richtig los. Schöne Piano. Alter! Hä? Digga, das ist geil. Sau geil. Jetzt klingt das schon richtig elektronisch. Wie hast du das jetzt so hingekriegt, dass das... Ein Synth ist halt Thomas. So heftig klingt's. Erstmal habe ich es hochgepitcht. Distortion drauf. Ja. EQ und Reverb. Ach krass. Und dann müssen wir das irgendwie aufschreiben, das. Alter. Also für mich hört sich das schon nach einem fertigen Song an. Nein, da fehlt noch alles, Thomas. Da fehlen Pads mitten und... Alles. Da ist noch. Da fehlt alles. Ja. Eigentlich. Ist so. Digga. Geil. Das ist der nächste Hit einfach. Geil. So Wahlgesänge einfach. Keine Angst, ich werde meinem Song nicht singen, aber schon krass, was Marius aus meinem schiefen Gekrächze hingezaubert hat. Wie lustig das ist, dass man einfach aus so einem Rotz was machen, Alter. So, und jetzt machen wir nochmal schön geile Rumgesample. Deine Kick sollte nicht über Null gehen. Sollte irgendwas über Null gehen? Nein. Und dann als nächstes den Bass. Immer von den tiefen Frequenzen und höheren, okay. Weil die tiefen Frequenzen brauchen mehr Lautstärkevolumen. Ja. Damit man sie besser hört. Dann bis man die hört. Ich weiß es. Schon krass. Finde ich heftig. Also finde ich richtig krass, genau. Vor allem in der kurzen Zeit. Es ist nicht der beste Track geworden, aber so als Tutorial ist es voll okay. Also wenn ich was hinkriege, was halb so geil ist, finde ich schon krass. Ja, let's go, Alter. Okay, als allererstes höre ich mir jetzt mal ein Lied an, das ich cool finde und versuche da mal erstmal die Drums ungefähr zu verstehen und dann sowas ähnliches zu machen. Digga, komplette Normie-Musik. Komplette Normie-Musik, Digga. Da ist er. Dann mach ich jetzt mal eine Melodie, komm. Den brauche ich, aber wie mache ich das auf dem Klavier? Das sieht so aus. Okay, klar, kann ich mir merken. Lucy Great, dankeschön, Bro. Für den Sub. Siana, dankeschön, Digga, für den Sub. Ich mache Musik. Patten da Gorilla, dankeschön für den Sub. Und Lara Guy, danke für den Sub. Aber es ist echt schwer, sich eine Melodie einfallen zu lassen. Komplett, probiert grade, das mal. Überlegt euch jetzt einfach grade. Mal eine Melodie für... Also ich finde gerade Beats, Drumbeats und sowas sind wirklich für den Anfang das Schwerste mäßig so. Für einen Hitsong. Ja, genau. Ist schwierig, ne? Da mir aus dem Kopf keine Melodie einfallen will, setze ich mich seit 2 Jahren zum ersten Mal an die Gitarre und versuche so durch Rumprobieren Ideen zu finden. Gute Aber Idee, also. Auch das funktioniert leider nicht. Ja, das wird doch nichts mehr. Ich habe einmal eine kreative Blockade. Digga, ich mache jetzt erstmal Pause. Ich bin Musiker. Kann man sich auch mal gönnen, oder? Absolut, Thomas. Da ich keinen Plan habe von Musik, werde ich jetzt einfach mit vorgefertigten Chords, die hier, eine coole Melodie basteln. Okay. Verstehe ich. Okay, ich habe mir jetzt die ausgesucht, die ich will. Da ich keinen Plan habe, suche ich mir jetzt einfach hier die raus. Hier zum Beispiel das A, B. Alles klar, dann mache ich das jetzt einfach mal hier nach. Okay, das sieht nach ziemlich einfachen Chords aus. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe gerade herausgefunden, dass es bis zu 5 Tage dauert, um den Song auf Spotify hochzuladen. Richtig, mit RecordJet glaube ich sogar, je nach was für eine Abfertigung hast, tatsächlich noch länger. Das heißt, ich habe keine Woche Zeit, sondern 2 Tage. Let's go. Okay, das habe ich jetzt noch so als zweite Melodie. Finde ich für einen Anfang. Was da hinten, Digga? Finde ich für den Anfang ganz cool. Also,
Ey, mein Kopf ist so matsch. Voila. Das hört sich direkt an wie so ein... Richtig krass, wie in so einem Hackerfilm einfach, Alter. Digga, so Acid Bass, den er jetzt reinknallt, Alter. Interessant. Okay, es ist schon mega spät, was ich mir da wieder angetan habe. Ey, aber ich finde es gerade echt... Aber es ist auch wirklich geisteskrank schwer. Es ist wirklich schwer. Ich find's teilweise cool, okay? Hört mal rein. Digga, diese... Ist teilweise cool, okay? Warte mal. Hört mal rein. Diese Drumroll, die da kommt. Echt? Also gerade so dieses... Ach, ich find's teilweise cool, okay? Hört mal rein. Es ist halt nicht wirklich strukturiert, ne? Das ist halt das Ding, also Struktur fehlt halt ein bisschen so. Aber das ist halt wirklich komplett schwer. Dafür, dass es das erste Mal macht, wirklich wild. Ja, gut. Also ich finde es okay. Ich schick das Ganze jetzt einfach mal Marius und schau mal, was er dazu zu sagen hat. Es ist so unangenehm, das jetzt einem Menschen zu zeigen. Bin gespannt, wie es klingt. Der Hack war cool. Ja. Yeah. Das war's? Ja, Mann, das Thomas, ist schwierig. Also, da hast du nur einiges vor. Ja, ist nicht einfach. Ist nicht einfach, ne? Also, ist die schon. Chords sind cool. Kick ist Sidechain-mäßig ein bisschen krass. Zu viel Sidechain. Ja. Ich nehme mir Marius Kritik zu Herzen und setze sie in die Tat um. Die Snare wird leiser gemacht. Ja, die Drumroll auch. Auf diesen Sound kommt mehr Hall. Reverb, mhm. Ich ziehe mir eine simple Bassline aus dem Ärmel. Überlagere die Hauptmelodie mit verschiedenen Instrumenten. Aber er geht ich hier sogar mich schon kreativ ins EQing rein und sowas, das ist schon krass. Füge verschiedene Effekte hinzu und passe stundenlang die Lautstärken der einzelnen Spuren an. Ja, Mixing ist halt wirklich wichtig. Am besten macht man das auch immer währenddessen. Also währenddessen man produziert, direkt den Mixdown machen. Ansonsten hängst du im Nachgang da so ewig dran, Alter. Das ist für ein Programm, wisst ihr das? Durch das Feedback klingt unser Beat schon viel stimmiger und Montag bzw. Dienstag 1.40 Uhr ist es soweit. Das für ein Programm ist das GarageBand, glaube ich, ja, ne? Doch wie lädt man einen Song überhaupt auf Spotify hoch? Kann das jeder? Nein, tatsächlich nicht. Aber irgendwie auch schon. Es geht zwar nicht einfach so wie bei YouTube. Fruity Loops, oder? Ja, Fruity Loops. YouTube, aber mit einem Dienst, der ungefähr 20 Euro pro Jahr kostet, kann ich meinen Song also auf Spotify, aber auch auf alle anderen Plattformen wie zum Beispiel Apple Music, iTunes und Amazon hochladen. Mein Künstlername ist natürlich Tomery und der Release Date ist Samstag 11 Uhr. Als Artwork nehme ich ganz einfach meinen Kanalbanner und ich finde auch, dass der zum Song ziemlich gut passt. Die schwierigste Entscheidung war wohl der Name und ich entscheide mich für Deploy. Jetzt heißt es Daumen drücken. Tschüss, Alter. Hat er das Ding denn tatsächlich auch mastern lassen oder nicht? Dass der Song angenommen und von Spotify akzeptiert wird. Ja, das ist mein Song. Okay. Wie findest du den? Geil. Ich fand es ja ganz cool. Vom Stil her erinnert mich das mega an dieses Always I wanna be with you. Weißt du, was ich meine? Nee. Nice, aber krass, dass du das jetzt in so kurzer Zeit irgendwie auf die Reihe gekriegt hast. Oh, am Anfang geht die Kick Marv auf jeden Fall viel besser durch. Dankeschön. Der Riser. Sweeps, nice. Thomas, so, wie viel was willst du haben? Ja. Stark. Also ohne Scheiß, Dankeschön, mein erster Marv, Song war wesentlich beschissener. Also ich habe jetzt einfach mal Tadel gefragt. Ich habe ihm den Song geschickt. Ich bin einfach mal gespannt, was er sich davon denkt. Er denkt jetzt bestimmt, was ist denn das für ein Vollidiot, Alter, Digga. Das ist absolut stark geworden, dafür, dass du das vorher nie gemacht hast. Ich hoffe, dass das Video von dir den Impact haben wird, dass Leute sich denken, oh krass, das kann man in zwei Tagen machen, vielleicht. Weißt Thomas, mich brauchst du wegen sowas zu fragen, gar nicht zu fragen, wahrscheinlich hatte Thomas Angst vor meinem Feedback. Fange ich auch an. Aber Respekt, zu Respekt. Der Song Respekt sollte jetzt online sein. Tomery, es ist einfach auf Spotify. Rebi denkt auch, er wäre Tubo. Dann wäre ich ja jemand, der gar keine Ahnung hätte. What the fuck, es ist so ein stranges Gefühl, auf Spotify einen Song zu haben. Ich aber habe geil, ja auch Videos Bro, auf geil. YouTube, aber irgendwie einen Song auf Spotify zu haben, ist irgendwie so ist was anderes, ach, komplett was anderes. Es war auf jeden Fall jetzt eine krasse Woche. Ich hatte ja für den Song eigentlich nur 3 Tage Zeit. Hat übel Bock gemacht. Es ist natürlich jetzt kein krasser Song. Ich habe jetzt auch nicht innerhalb von ein paar Tagen gelernt, mega heftige Musik zu machen. Und um richtig gute Musik zu machen, dauert es natürlich Monate oder eher gesagt Jahre. Aber ich finde es trotzdem krass, wie viel Spaß ich damit schon innerhalb von 3 Tagen gehabt habe. Und ultra jetzt Bock, auch einen eigenen Song auf Spotify zu haben, ist schon, nice ist schon irgendwie ein bisschen cool. Ist. Und wie man oder mit sehr, anderen sehr doppelter stark. Geschwindigkeit Thomas, sogar das Abo blinkt. Thomas, wirklich respect that, Bro. Gar nicht schlecht, Alter. Ehrlich, ganz nice.
Schloss knacken lernen in einer Woche finde ich sehr, sehr wild. Hypnose lernen, Programmieren lernen, Handstand lernen, Spagat lernen, Salto lernen oder mach mal sowas wie Nährwerden in einer Woche, Thomas, würde ich feiern. Finde ich cool, nices Ding, Respekt an Thomas an der Stelle.